Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit Three Billboards Outside Ebbing, Missouri von Martin McDonagh. Für 7 Oscars ist dieser Film nominiert, zu Recht. Es ist eine wunderbare Tragikomödie, deshalb, weil hier das Tragische das Komödiantische und das Komödiantische das Tragische verstärkt. Hier wird Sensibilität nicht mit Empfindlichkeit oder Lamoyanz verwechselt. Das ist wohltuend im Zeitalter der sozialen Medien, wo ja doch eine enervierende Wehleidigkeit vorherrschend ist. Es gibt in diesem Film tolle Pointen, aber diese Pointen wollen nicht bloß hohl provozieren. Vielmehr wird mit schwarzem Humor auf der Dialogebene der Grundkonflikt ausgetragen. Wie vom individuell Brutalen zum gemeinschaftlich Versöhnenden gelangen. Three Billboards versucht, eine heute tiefer denn je erscheinende Kluft zu überwinden. Alles Gemeinschaftsstiftende scheint zerbrochen, da es keinen gesellschaftlichen Zusammenhalt mehr gibt. Überall Gewalt, Zorn, Rache. Worum geht's bei der ganzen Sache? Mildred Hayes' Tochter wurde im Städtchen Ebbing vergewaltigt und verbrannt. Doch auch Monate später sind die Ermittlungen nicht vorangegangen. Die Polizei scheint gar kein Interesse daran zu haben. Die Polizisten verprügeln lieber Schwarze. Mildred Hayes will dies nicht länger hinnehmen und so mietet sie 3 alte Werbetafeln und lässt auf diese eine anklagende Frage drucken. Vergewaltigt, während sie im Sterben lag und immer noch keine Verhaftung. Wie kommt es, Chief Willoughby? Sie will mit den Mitteln der Werbung also dem Fall mehr Öffentlichkeit geben, denn die Staatsgewalt versagt ja offenbar und wo Willkür herrscht, da will Mildred nun mit einer sehr privaten Strategie für das Recht kämpfen. Der Film ist geprägt von einer Western-Atmosphäre und das ist gut gewählt. Wie im Western geht es auch hier darum, für Recht und Ordnung zu sorgen. Die Einzelkämpferin Mildred erinnert dabei an den einsamen Cowboy, der sich auch stets an der Grenze zwischen Legalität und Illegalität bewegt. Dabei stellt der Film jene Grundfrage, die auch der klassische Western verhandelt. Wie ist ein gesellschaftliches Miteinander möglich, obwohl die einzelnen Individuen sich doch derart unversöhnlich gegenüberstehen? In wohl konzentriertester Form hat das der Klassiker von John Ford, Stagecoach, ausgetragen, in dem so unterschiedliche Individuen gemeinsam in einer Kutsche sitzen müssen. Die Kutsche in Three Billboards ist Ebbing. Dort leben Rednecks, rassistische Polizisten, Schwarze, alleinerziehende Frauen, Alkoholiker, Einzelgänger und Muttersöhnchen. Die USA verfügt ja nicht über etwas genuin Gemeinschaftsstiftendes wie die Konstruktion einer Nation, eines Volkes, einer Ethnie. Das aber ist zugleich ein Vorteil, denn wir wissen ja, wohin die genannten Gemeinschaftskonstruktionen geführt haben. Da wäre also höchstens das Streben nach Glück, das alle eint. Doch aus diesem amerikanischen Traum sind die Figuren im Film aufgewacht. Sie alle nehmen das Brüchige dieses Traums wahr. Ja, sie sind allesamt selbst gebrochene Versehrte. Was aber, wenn diese Versehrtheit wiederum gemeinschaftsstiftend ist? Es gibt 2 Szenen im Film, die darauf hindeuten. Da ist der krebskranke Chief Willoughby, der Mildred verhören will und dann aber blutigen Husten bekommt und ihr das Blut ins Gesicht hustet. In dem Moment steht sie auf und macht ihm deutlich, es ist überhaupt nicht schlimm. Wir beide sind Menschen und unsere Verwundbarkeit, die wir beide haben, die verbindet uns. In einer anderen Szene, die auch hervorragend ist, kommt der rassistische Polizist nach einem Anschlag mit starken Verbrennungen in ein Krankenhaus. Und dort kommt dann der verwundete Schwule, der den Polizist erst nicht erkennt, auf ihn zu und möchte ihm einen Saft reichen. Aber dieser Schwule wurde verwundet eben durch diesen Polizisten, er wurde von ihm aus dem Fenster geworfen. Auch in dieser Szene begegnen sich 2 Versehrte und entdecken ihre gemeinsame Menschlichkeit. Den Gesetzen Hollywoods folgend endet der Film in gewisser Weise mit einem Paar, das
wegfährt aus Ebbing. Doch dieses Paar ist eines der individuellen Gegensätze, die nicht negiert, aber irgendwie überwunden werden, weil sie beide Leidende sind. Es entsteht hier eine private, weniger eine politische Gemeinschaft. Eine solche lässt auch der Film eigentlich nicht zu. Zu sehr ist da diese Vorliebe für die verschrobenen Figuren, für eben das Individuelle. Das Paar erinnert dabei aber auch an John Wayne am Ende eines Western. Da ist es ja oft so, dass Wayne zwar in irgendeiner Weise geläutert ist und vielleicht auch andere geläutert wurden, aber Wayne selbst steigt meistens wieder aufs Pferd und reitet davon. Er kann sich doch nicht ganz in eine Gemeinschaft integrieren. Three Billboards ist ein Film über Versöhnung, wie es sie eben in den großen Western auch immer gibt. Das ist das utopische Moment dieses Films und dieses Moment ergibt sich aus der Drehbuchkonstruktion. Die würde man sie jetzt nüchtern nacherzählen. Unglaubwürdig, ja sehr konstruiert erscheinen würde. Doch dieser Film lebt ja nicht vom Drehbuch allein. Es sind die minimalen Gesten, es sind die großartigen Schauspieler, wahre Menschendarsteller. Es sind diese Aufnahmen von dem weiten Land. Und all das sorgt dafür, dass uns das plötzlich als plausibel erscheint oder besser gesagt als möglich erscheint. Three Billboards ist ein kluger Film über den Individualismus, der sich ja beginnt in der Renaissance herauszubilden. Es emanzipiert sich aus der Gemeinschaft der Kirche ein Ich und auch dieses Ich wird bald nicht mehr akzeptieren, untertan zu sein in einer Monarchie. Es tritt in einen wirtschaftlichen Liberalismus ein. Der wirtschaftliche Liberalismus betont ja gerade durch seine Konkurrenzverhältnisse das Individuelle. Dadurch aber, durch dieses Konkurrenzverhältnis, ist wiederum auch die Gemeinschaft bedroht. Wie wichtig aber dieser wirtschaftliche Liberalismus ist für individuelle Akte, zeigt natürlich, dass Mildred mit der Werbung letztlich, mit den Mitteln der Werbung versucht, irgendwie doch zu ihrem Recht zu kommen. Das Verhältnis des Individuums zu der Gemeinschaft ist ein dialektisches. Der Soziologe Georg Simmel schreibt in seinem Aufsatz »Der Individualismus der modernen Zeit«, dass durch den Individualisierungsprozess zugleich das allgemein Menschliche zutage erst treten kann. Er sagt, »Der Mensch, sagt Kant, ist zwar unheilig genug, aber die Menschheit in ihm ist heilig.« Für Rousseau, der gewiss ein starkes Gefühl für die individuellen Verschiedenheiten hat, liegen diese dennoch auf der Oberfläche. Je mehr der Mensch zu seinem eigenen Herzen zurückkehrt, statt der äußeren Relationen seine innere Absolutheit erfasst, umso stärker fließt in ihm, das heißt in jedem gleichmäßig, die Quelle der Güte und des Glücks. Wir sind umso sittlich wertvoller, umso mitleidiger und gütiger, je mehr jeder nur er selbst ist. Das heißt, je mehr er jenen innersten Kern in sich souverän werden lässt, in dem alle Menschen jenseits der Verworrenheit ihrer gesellschaftlichen Bindungen und zufälligen Einkleidungen identisch sind. Die Figuren machen im Film einen solchen Prozess durch, indem sie ihr Innerstes erkennen, indem sie ihre Vorurteile und so weiter abstreifen. Vor allem bei dem rassistischen Polizist, der einen Abschiedsbrief liest, da wird das besonders deutlich. Aber was heißt das, was Simmel hier schreibt, übertragen auf unsere Hauptfigur Mildred Hayes? Das Spannende ist, es ist Mildreds Radikalität, mit der sie die Aktionen durchführt, mit der sie den Klerus beleidigt, die Polizei attackiert, auch die eigene Familie verprellt, die imponierend und wirksam ist, die jedoch zugleich ein Zusammenleben irgendwie unmöglich macht. Zugleich ist dieser individualistische Akt, der ein politischer ist, nur denkbar, wenn es überhaupt diese allgemein menschliche Grundlage gibt. Das wird in einer Szene deutlich, wenn Willoughby ihr gestehen will, dass er dem Tode nahe ist und dass sie ihn doch irgendwie schonen soll. Und sie sagt lapidar, ja, wir müssen alle sterben und ich habe das natürlich jetzt die Aktion gemacht, wo sie noch leben. Gerade weil Willoughby ein Mensch wie jeder andere ist, darf er nicht geschont werden. Die individualistische Mildred, der geht es hier nicht um persönliche Rache, sondern um den Menschen eigentlich als abstrakte Größe. Ihre Gleichbehandlung aller, sie behandelt alle gleich schroff, verweist eigentlich letztlich auf die Menschenrechte. In ihrer Selbstgerechtigkeit ist Mildred
auch wenn sie für die richtige Sache kämpft, letztlich aber dann immer wieder an einem Punkt angelangt, wo es eigentlich nur noch ein gewalttätiges Ausagieren gibt und wo Gemeinschaft unmöglich scheint. Mildred ist damit natürlich ein Kind eines radikal individualistischen Zeitalters. Ihr Kampf führt letztlich dahin, wo auch der Kampf der anderen hinführt, nämlich dass man nur noch gewalttätig ist. Der rassistische Polizist agiert individualistisch, angestachelt dann noch von seiner Mutter, die sich danach sehnt, dass alles wieder so wie früher ist, nämlich rassistisch. Und der im Film begangene Selbstmord ist ein individualistischer Akt, ebenso wie dass der Mann von Mildred sie verlässt für eine jüngere Frau. Es entsteht bei all dem irgendwie aber keine neue Gemeinschaft, in die sich die Vereinzelten in irgendeiner Weise integrieren können. Die frühere Wärme, die beispielsweise der Rassismus für die Weißen bot, die gibt es eben nicht mehr und manche versuchen noch krampfhaft daran festzuhalten, aber das ist natürlich ein aussichtsloser, zum Glück aussichtsloser Kampf. Was der Film hier zeigt, ist, dass natürlich diese ursprünglich gemeinschaftsstiftenden Momente nur so funktionierten, indem sie andere diskriminierten, exkludierten oder gar töteten. Das ist also das Paradoxe bei einer Gemeinschaft, dass da auch immer etwas sehr Gewalttätiges zugrunde liegt. Indem das aber hier alles offen aufgerissen wird, indem gezeigt wird, es gäbe doch eine Möglichkeit der gemeinschaftlichen Verbindung, nämlich indem man sich als Mensch erkennt, indem man sozusagen die Verletzungen, die man einander zugefügt hat, auch immer als Verletzungen an sich selbst erkennt. Da entsteht eine Möglichkeit der Gemeinschaft, die der Film nur andeutet. Der Film ist eher geprägt von einer großen Melancholie. Und so geht es ja auch uns Zuschauern. Uns bleibt das Kino, wir Zuschauer sind im Kinosaal auch Vereinzelte, verbunden mit der Melancholie des Films. Wenn wir nicht nur schauen, sondern auch sehen.